Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar zur Vorstellung vom Mercedes-Benz Sprinter in einer Feldjäger-Edition und in einem Notarzt-Skin. Das Grundfahrzeug ist von Benny bzw. vom FWKB Modding Team. Hier sehen wir die beiden Fahrzeuge hier in der eigenen Shop-Kategorie für meine neuen Fahrzeuge. Und hier haben wir einmal den Feldjäger-Skin, den wir einmal Xenon-Scheinwerfer und den Notarzt-Skin, dann nehmen wir auch mal Xenon-Scheinwerfer. Beide Fahrzeuge kosten 47.990 Euro, aber ja. Dann sehen wir hier beide Fahrzeuge. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Feldjäger-Skin an. Hier haben wir ein Bundeswehrkennzeichen Y und dann natürlich die Flagge, die deutsche. Hier vorne steht einfach Feldjäger drauf. Und dann diese grüne Lackierung ist keine bestimmte, habe ich einfach irgendeine genommen aus dem Internet. Und hier links, beziehungsweise auf der rechten Seite und hinten, steht dann jeweils Bundeswehr, wird die in Deutschland und Feldjäger drauf. Das sieht man auch hier schön. Ja, auch Feldjäger und Bundeswehr wird die in Deutschland. Wenn man weggeht, dann in manchen Stellen nicht so gut erkennbar wegen der Spiegelung. Aber das ist jetzt nicht die Problematik. Und hier auch natürlich Y-Kennzeichen. Ebenfalls wie vorne. Zum Fahrzeug selber gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ja, Motor an aus und das Blaulicht ist halt auch die Standard Blaulichtfrequenz. Die beiden Fahrzeuge werden am 24. Dezember veröffentlicht in einem größeren Pack mit hier den beiden Amaroks und halt noch weiteren Fahrzeugen, die ich modden werde bzw. umskinnen werde und natürlich auch hier der Notarzt, der Carskin. Hier schön an der Front haben wir das Notarzt mit deutsches rotes Kreuz, selber Farbton wie das die Notarztschrift. Auf den beiden Seiten, die sind jeweils identisch, haben wir hier drei Striche. In dem längeren Fensterabteil steht Notarzt in dem Rotton. Und hinter dem Strich steht deutsches rotes Kreuz mit dem Kreuz drauf. Das ist auf der anderen Seite identisch. Das Kennzeichen ist hier auch ein anderes als das Grundkennzeichen. Die Rückseite hebt sich dann etwas vom Grundmodell ab. Beziehungsweise von der Grundfarbe. Hier ist ja weiß. Die Grundfarbe beim Rest des Fahrzeugs, hinten ist es dann der Rotton und dann das der gelbe Farbton noch dazu gemischt. Einmal ein Notarzt und dann unten der Streifen, wo ein deutsches rotes Kreuz drauf steht. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das Design so gefällt oder ob die Rückseite auch lieber weiß sein sollte. Ich fand den roten Farbton eigentlich echt sehr schön. Und ja, deshalb wollte ich den halt so lassen. Natürlich hier auch Motor an, aus, Blaulicht und natürlich Martinshorn. Die Fahrzeuge sind, wie man sieht, ohne Simple IC. Und dazu kein Blaulicht, kein Horn über Simple IC steuerbar. Das sind einfach die ganz normalen alten Tastenbelegung, Position 1 und N. Und ja, das war eigentlich nur ein kurzes Video zu den beiden Fahrzeugen. Wenn ich was größer modde, werden die Videos natürlich länger, als wenn ich nur ein Skin kurz vorstellen muss. Beide Fahrzeuge werden, wie gesagt, am 24.12. veröffentlicht in einem größeren Weihnachtspack. Ich hoffe, die Skins gefallen euch.
Schreibt unten in die Kommentare, lasst einen Daumen und ein Abo da und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao, Leute.